Emma, Zeit fürs Bett. Ja, Papa, ich komm gleich. Oh Mann, oh, warum muss ich heute schon so früh wieder ins Bett? Ich bin doch überhaupt gar nicht müde. Also im Urlaub, da konnte ich auch immer viel länger wach bleiben. Vielleicht muss ich mit Papa noch mal reden. Emma, wo bleibst du denn? Ab ins Bett. Ich komme ja schon, Papa, ich komme ja schon. So, da bin ich schon. Oh, Papa, muss ich wirklich heute schon so früh ins Bett? Ich bin doch irgendwie gar nicht müde. Doch, das musst du jetzt. Morgen geht's ja auch schon wieder früh raus. Die Kita geht wieder los. Und eine ganz wichtige Frage. Hast du deine Zähne geputzt? Ja, hab ich. Ja, stimmt ja, da war ja was. Kita, da freue ich mich schon drauf. Aber naja, müde bin ich trotzdem nicht. Ja, wart mal ab. Gleich liegst du im Bett und dann fallen die Äuglein ganz von alleine zu. Also jetzt, husch, husch. Ab ins Bett. Papa, liest du mir noch was vor? Ja, das kann ich gerne noch machen. Leg dich erstmal hin und ich schau mal, was ich hier Schönes finde. Oh ja, das haben wir ja schon lange nicht mehr gelesen. Vielleicht erinnerst du dich auch gar nicht mehr dran. Da warst du noch so klein, als ich das letzte Mal das vorgelesen habe. Der Froschkönig. Oh cool, also ja, da kann ich mich irgendwie wirklich gar nicht mehr so dran erinnern. Cool, ich freue mich. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Sehr gut, ich habe dir jetzt auch noch deinen Teddybär mitgebracht zum Kuscheln. Und ich mache es mir hier gemütlich, wenn es okay ist. Also, dann wollen wir mal. Es war einmal eine Prinzessin, die verlor ihre goldene Kugel im Teich. Die Prinzessin war sehr traurig, denn die Kugel war ihr allerliebstes Spielzeug. Oh, das ist ja traurig. Hat sie denn die Kugel denn wiederbekommen? Warum lesen wir nicht einfach weiter und finden es heraus? Also, am Teich traf sie auf einen Frosch. Was? Ein Frosch? Also einen echten Frosch? War er grün und glitschig, Papa? Ja, genau, Emma. Ein grüner, glitschiger Frosch. Also, der Frosch sprach zu ihr und sagte... Moment, was? Ein sprechender Frosch? Das ist ja verrückt und irgendwie voll magisch. Ja, in Märchen ist für gewöhnlich alles möglich und auch magisch. Also, der Frosch sagte, ich kann dir helfen, deine Kugel zu finden. Okay, und hat die Prinzessin dem Frosch auch vertraut? Ja gut, also der Prinzessin war schon ein bisschen mulmig dabei. So einen sprechenden Frosch sieht man ja auch nicht jeden Tag. Aber... sie wollte halt die Kugel wieder haben. Der Frosch wollte dann auch etwas im Gegenzug dafür. Okay, und was wollte denn der Frosch? Der Frosch wollte dann ihr Freund sein und bei ihr im Schloss leben. Aber Emma, so kann ich die Geschichte ja gar nicht richtig erzählen, wenn du immer dazwischen redest. Mach doch einfach die Augen zu und hör einfach nur, was ich zu erzählen habe. Okay, aber das ist ja schon eine komische Bitte für einen Frosch. Aber ja, okay, Papa, ich mache ja schon die Augen zu. Die Prinzessin stimmte dem zu, weil sie ja ihre geliebte Kugel wiederhaben wollte. Oh, ich hoffe wirklich, dass die Prinzessin ihre Kugel zurückbekommt. Naja, aber... lies weiter, Papa. So langsam werde ich echt müde. Oh, meine goldene Kugel. Wo ist sie denn nur hin? Ach, da ist mir die Kugel wohl glatt in den Brunnen gefallen. Quack, quack, quack. Kann ich dir helfen, schöne Prinzessin? Huch, hast du mich erschrocken? Wer bist du? Na, ich bin doch hier. Ich meine, ich bin ein Frosch. Quack, quack. Und ich habe gerade gesehen, wie deine Kugel in den Brunnen gefallen ist. Ah, okay. Naja, also, wenn du ja ein Frosch bist, dann, kannst du mir die Kugel vielleicht wiederbringen? Na klar kann ich das. Ich bin ein Frosch. Natürlich kann ich in den Brunnen reinspringen. Aber wenn ich deine Kugel holen soll, dann will ich dafür auch was haben. Okay. Ja, okay, cool. Und... was möchtest du dafür? Also ich möchte auf jeden Fall gerne mit im Schloss leben. Das sieht da irgendwie total cool aus. Und hier ist halt nur so ein Busch und ein Brunnen. Das ist voll langweilig. Also im Schloss ist bestimmt cooler. Und da können wir dann ja auch, keine Ahnung, Spiele spielen oder sowas. Und Freunde sein. Okay. Also ein Frosch als Freund und Spiele spielen. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Aber ich verspreche, ein ganz, ganz guter Freund zu sein. Quack.
Nun gut. Naja, also, wenn du mir wirklich helfen kannst, dann stimme ich zu. Oh, yes. Das war ja einfach. Okay, alles klar. Du wartest hier und ich spring ab in den Brunnen. Bis gleich, Quark. Der Frosch tauchte in den Brunnen und kam im Nu mit der goldenen Kugel zurück. So, da hast du deine goldene Kugel. Wie versprochen, kann ich jetzt mit ins Schloss? Oh, du hast sie wirklich gefunden. Ach, Mann, ich freue mich so sehr. Danke, du lieber Frosch. Quark. Quark ist mein Spruch. Quark. Naja, egal. Klar habe ich sie wieder gefunden. Habe ich ja versprochen. Also, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Also können wir jetzt los oder was geht? Also musste die Prinzessin auch ihr Versprechen halten. Ja, also ich weiß, du hast ja recht und ich werde auch mein Versprechen halten. Schließlich hilft man ja auch seinen Freunden und du hast mir ja auch geholfen und naja, wie auch immer. Genau, du hast recht, Freunden hilft man. Also dann, los, los, los. Okay, ach Mann, ich bin mir aber auch echt nicht sicher, wie meine Eltern darauf reagieren werden und auch meine Geschwister. Also bist du dir wirklich ganz, ganz sicher, dass du mit willst? Weil immerhin bist du ja ein Frosch und du brauchst ja auch das Wasser und so, Ach, Prinzessin Hannah, mach dir da mal keinen Kopf drum. Das wird bestimmt alles super. Prinzessin Hannah? Woher weißt du denn jetzt plötzlich meinen Namen? Naja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du recht hast. Na dann mal los, lass uns gehen. Und wie gesagt, danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin echt froh, dass ich meine goldene Kugel wieder habe. Die Prinzessin nahm widerwillig den Frosch mit ins Schloss. Aber sie war nicht besonders glücklich darüber. Nun ja, da sind wir also und ein Versprechen ist ein Versprechen. Hier, das ist mein Zimmer. Mach's dir einfach gemütlich. Ich räume erstmal meine goldene Kugel weg und du kannst dann irgendwo da drüben schlafen oder so. Wow, cool. Das Schloss sieht irgendwie von innen aus wie eine Luxusvilla. Kann ich mir den Rest auch mal angucken? Ja, danke schön. Aber naja, am besten bleibst du erstmal hier, damit dich meine Eltern nicht direkt sehen und auch nicht meine Geschwister, weißt du? Ich habe noch eine kleine Schwester, die Emma, und einen kleinen Bruder, der Julian. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn die dich erstmal nicht sehen. Aha, ja, okay, cool. Wie auch immer, Hannah, also Prinzessin Hannah, du hast mich ja jetzt schon mit ins Schloss genommen und dein Versprechen gehalten. Das ist natürlich super, aber ich hätte da doch noch eine weitere Bitte an dich. Also, ich weiß, das kommt jetzt etwas unerwartet und ist wahrscheinlich auch ganz schön verrückt, aber könntest du mir vielleicht ein Küsschen auf die Wange geben? Was? Wie bitte? Ein Froschküssen? Also, das war wohl ein Scherz, oder? Oder bist du verrückt? Nee, das ist kein Scherz. Also, das meine ich jetzt schon ernst, weil es geht um wirklich was Wichtiges. Ich bin in Wahrheit gar kein Frosch, ich bin auch ein Prinz. Also, ganz im Ernst, ich bin halt ein Prinz und in diesem Froschkörper gefangen. Also, frag einfach gar nicht nach, ist eine lange Geschichte, bla bla bla. Aber, mach noch diese eine Sache und dann lasse ich dich auch wirklich für immer in Ruhe. Ich verspreche es, Quark. Oh, okay. Also, ein richtiger Prinz. Vielleicht finde ich dann so den richtigen Prinzen für mich. Na gut, also wenn das so ist, dann helfe ich dir, du Frosch. Oh Mann, ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tue. Vertrau mir, Prinzessin. Ich rede wirklich keinen Quark. Quark. Oh yes, das klappt ja. Überraschung! Ich bin's, dein Bruder, Prinz Julian. Siehst du, konntest mir vertrauen, hat alles geklappt, so wie es sollte. Endlich habe ich wieder meinen richtigen Körper, meine Klamotten und die Krone und alles und bin endlich wieder zu Hause, supi. Julian? Was machst du denn hier? Du bist der Prinz? Oh Mann, das ist ja unglaublich. Ich dachte, du wärst ein richtiger Prinz, also mein Prinz, also ein anderer. Egal. Oh, ich fasse es nicht. Also nicht nur, dass ich gerade einen Frosch geküsst habe, gleichzeitig habe ich einfach dir, meinem Bruder Prinz Julian, einen Kuss auf die Wange gegeben. Mann, was soll denn das? Oh, das ist ja voll doof. Naja, wie auch immer. Manno. Dein Prinz? Hanna, bist du irgendwie verwirrt? Wie auch immer. Und für mich war das jetzt auch alles nicht so super, aber es ist halt nur ein Kuss auf die Wange gewesen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ach, egal, Julian. Du verstehst das eh nicht. Los, raus aus meinem Zimmer. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Ich will auch in mein Zimmer wieder.
Aber du hast mich gerettet, das ist vielleicht auch irgendwie eine coole Sache, aber da denkst du jetzt gar nicht drüber nach. Ja, ist ja okay. Ich weiß schon, aber trotzdem raus. Ich möchte erstmal für mich alleine sein. Ist ja okay, ich gehe ja schon, aber trotzdem danke, dass du mich gerettet hast. Oh, Junge, da sind ja Brötchen. Endlich kann ich wieder Brötchen essen und nicht nur fliegen. War richtig doof, ein Frosch zu sein, aber jetzt ist wieder alles cool. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Gute Nacht, Emma. Gute Nacht. Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!